Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Welcome. So, ich muss gerade was gucken. Gerade noch ein bisschen Inventarmanagement betrieben. So, wir haben. Okay, wir haben genug Geld, das ist schön. Dann hätte ich ganz gern den Raketenwerfer. Stranger, Stranger. Now that's a weapon. Dankeschön. Das, der kann da mal da rein. Passt ja echt haargenau. Ich habe es noch eins von den einzelnen Kräutern genommen. Then come back anytime. Dankeschön. So. Ja, ich glaube, eine Stufe größer geht noch, wenn mich nicht alles täuscht. Na dann. Hoffen wir mal das Beste. Monsters. Guess after this, there'll be one less to worry about. I want you to suffer just like Ashley. That tickle. Pull it back. So, ich weiß gar nicht, wir müssten. Warte ich mal noch ein bisschen. So schon mal nicht. Okay, da hätte ich dann ausweichen müssen. Ja, bisschen an den Kampf gewöhnen. Mal wieder ein Bosskampf, wo ich es mich direkt weghaut. Unschön. So. Reicht das jetzt? Schnell bitte. So, und so kann man den nämlich ganz schnell besiegen. Wenn man denn einigermaßen darauf vorbereitet ist. So, leider hat es mich dann doch ein Leben vorher gekostet. Aber ich glaube, das war die 30.000 dann doch wert. Dann kriegen wir unser grünes Kraut wieder zurück. Das ist nett. Ja, komm mal her. Dich laden wir nochmal nach. Dann können wir hier unten mal gucken, was wir uns an netten Goodies noch sammeln oder schnappen können. So, sonst hätte es halt auch wieder mehrere Phasen gehabt. Dass man halt dann auf den Kopf schießen müsste, sobald er rauskommt. Ich hole mir gerade das Gold, bevor das nachher weg ist.
Okay, und da haben wir dann auch das Geld für den Raketenwerfer wieder locker drin. Und ja, wie gesagt, also eventuell rüstet vielleicht die TMP, die Uzi noch auf. Vielleicht holen wir die mal noch mit. Aber im Moment bin ich eigentlich mit unseren Waffen sehr zufrieden. So, sehr freundlich. Noch ein grünes Kraut. Und noch die Biomunition. Gut, die können wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Hey, wir sind komplett überladen. Wir haben halt auch so viel Munition. Was ja nicht schlecht ist. So, weiter geht's. So, dann können wir das mal einsammeln. Geld nehme ich auch gerne mit. So, und weiter geht's. Oh. Aua. Wo bist du? Da. Nicht so viel wegschlängeln, danke. So, ja, Sturmgewehr haben wir auch, glaube ich, eine ganze Menge. Mitgenommen soweit. Aber auch, glaube ich, einiges an Muni. So, noch mehr Geld. Wahrscheinlich ist da keine Schlange drin, aber sicher ist sicher. Dankeschön. So, speichern lohnt sich aber, glaube ich, auch nicht. Okay, da haben wir, glaube ich, keinen Platz mehr für, ne? Ja. Ich habe mal wieder Sachen. Got some rare things on sale, stranger. Mhm. Dann würde ich jetzt gleich erstmal die Muni verkaufen. Spinell kann weg. Is that all straight? Thank you. So, wo war die Muni? Sturmgewehr Magnum. Wir haben die gar nicht mitgenommen, okay. What are you buying? So, damit wäre es komplett aus. Oh, exklusiv. Na dann. Is that all, stranger? Thank you. So, sehr schön. Bisschen was haben wir ja noch, aber es reicht nicht. So, da haben wir auch noch nicht genug. What are you buying? Ja, ich glaube, sonst hast du halt auch nichts allzu Interessantes da. What are you selling? Na komm, wir verkaufen das Zeug hier jetzt mal noch. Komm, alles muss raus. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you.
What are you buying? Und dann geht's mal weiter. So, hallo liebes Schrotgewehr. Ja, Feuerkraft bitte auf Maximum. Thank you. Dankeschön. So, dann brauchen wir jetzt noch 50.000, dann haben wir das und dann nochmal wahrscheinlich eine ganze Menge, um das komplett zu aufzuwerten. Cool. Jetzt haben wir immer noch nicht Platz. Theoretisch hätte man noch ein paar Granaten verkaufen können, aber das sollte so passen. Need a ride, handsome? Okay. Na dann, hallo Ada. Hm, Trefferquote ist wieder hochgegangen, dafür zweimal gestorben. Aber gut, wir haben ja auch jetzt, glaube ich, nicht so viel Gegner hier gehabt. Und Ben hat es einigermaßen gesessen. Okay. Dann speichern wir einmal. Ab in Kapitel 5. Ich glaube, das war dann auch schon. Oder gab es 7? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber viel kommt jetzt nicht mehr. Also an Locations. To break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Rive in my cage of torment, my friend. Hm, na schauen wir mal. So, du hast jetzt ordentlich Kapazität. Cool. Wie gesagt, die haben wir auf Maximum aufgerüstet. Ah. Stimmt, das kam ja auch noch. Ich dachte eigentlich, dass es früher kommt. Na gut. Die Sache mit den Spiegeln hier. Interessanterweise kannst du auch wieder hochklettern. Okay. Schau mal, was es hier Schönes gibt. Hm, was sagt eigentlich die Karte? Hallo. Auch hier könnten wir mal gucken, ob wir noch ein... Da müssen wir weiter. Da kommen wir her. Hier könnten wir hochklettern und die Kisten uns mal anschauen. Schön, Geld brauche ich. Smaragd. Sieht jetzt nicht so ganz sicher aus, aber nebendran ist ein Seil gespannt. Das sollte dann schon passen. Ah, Ashley. So, dann schauen wir doch mal.
Noch ist hier aber auch kein Gegner, sehe ich gerade. Okay, du gehst einmal hier rum. Wieder zurück und dann, glaube ich, nach hinten, ne? Oh ne, sogar relativ weit nach vorne. Bleibst doch relativ lange da. Jetzt gehst du nach hinten, ne? Okay. Gut. Gucken, ob wir da schleichend reinkommen. Wahrscheinlich ja nicht. Ich kenne ja meine Ungeduld. Das war doch außerhalb. Toll. Hallo Geld. Das hatte ich befürchtet. Aber die macht sich schon ganz gut, die Knarre hier. Heidewitzka. Wie gesagt, ich habe nicht damit geredet, dass es mit dem Schleim funktioniert, aber dass es so schnell daneben geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dankeschön. Kannst du jetzt auch auf jeden Fall mal wieder aus. So, das ist nicht nett. Da bist du, okay. Kommen Sie mal her. Mal zwei. Okay, so können wir dich wegstaggern. Immerhin. Oh. Ich dachte, wir haben's. Du hältst aber echt eine Menge aus. Hi. Magst du da mal rüberkommen? Okay, du machst dann halt auch Schaden. Naja, wir haben es ja im Moment noch. Wir werden es hier, glaube ich, auch einfach brauchen. Genau, ein Schuss hat natürlich noch gefehlt. So, irgendwas tut sich. Das klingt nach Gegnern. Jo. Ja, ist ja in Ordnung. Ich würde halt gerne wissen, was sich hier dreht oder was halt hier diesen Ton von sich gibt. Da haben wir ein grünes Kraut. Nett. Okay. Da brauche ich mir die Shotgun für. Ist in Ordnung. So.
Ich zieh mich mal tatsächlich kurz zurück. Ah, hier kommt jetzt. Die mit dem Elektro-Ding sind jetzt auch gar nicht mal so nett. Autsch. Aber gut, das war's mit euch. Ich würde es eigentlich ganz gerne mal looten. Aber gut, und die Folge beenden. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.